Ja, hallo liebe Airsoft-Freunde, ich bin's wieder, der Master vom Airsoft im Adler. Und heute gibt's das Review von der MB08, eine Federdruck-Sniper Airsoft. Gekauft wurde das schöne Stück von airsoftgun.at. Dort kostet es ca. 185 Euro. Ja, dieses schöne Stück hat um die 2,6 Joule. Also für eine Sniper ziemlich eine gute Leistung. Farbe haben wir in Schwarz gewählt. Diese Airsoft hat ein Teammitglied gekauft. Ob es von dieser Airsoft einen Schusstest gibt, wissen wir noch nicht, da dieses Mitglied nicht in der Nähe wohnt und wir den nicht so oft sehen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Gewicht sind ca. 3865 Gramm. Steht auf der Homepage von airsoftgun.at. Magazin fast 90er. Das Magazin fast 19 BBs. Er hat sich gleich drei weitere dazu bestellt. Ja, die Länge beträgt zwischen 91 cm und 1 Meter und 14 cm. Warum so ein großer Unterschied? Bei dieser Airsoft kann man nämlich den Schaft ein- und ausklappen. Ja, natürlich ab 18 Jahren. Und ich würde sagen, packen wir das schöne Ding mal aus. Verpackt wird das Ganze in einem einfachen Karton. Wenn man den Deckel abnimmt, sieht man den Lieferumfang in Styropor verpackt. Mitgeliefert wird auch wie immer solch ein Prüfprotokoll, Rücksendeschein und eine Bedienungsanleitung. Bei dieser Bedienungsanleitung sieht man, wie man diese Airsoft zusammenbauen muss. Ja, wie das Magazin funktioniert und wie man das Hop-Up einstellt. Im Lieferumfang wird ein Magazin mitgeliefert. Es besteht aus Metall und das Innenleben besteht eigentlich aus Kunststoff. Ja. Dann ein einfacher Tragegurt. Ein Speedloader mit einem Fassungsvermögen von 90 BBs. Es werden drei Imbusschlüssel mitgeliefert, verschiedene Größe. Und hier ist noch ein Adapterstück für den Speedloader dabei. Ja, dann der Body vom Gewehr. Und da ist dann noch ein Reinigungsstab dabei. Jedoch ist das nur ein einfacher Stab ohne irgendwelche Ösen, um ein Tuch einzufädeln. Ja, hier hat man den Body. Besteht aus Kunststoff. Ist aber trotzdem sehr schwer. Und hier hat man noch den Lauf. Diese ganze Einheit besteht komplett aus Metall und hat auch ein ordentliches Gewicht. Ja, ich habe das Ganze jetzt mal zusammengebaut. Die Montage ging sehr schnell und einfach. Man musste nur den Lauf in den Body setzen und durch zwei Schrauben, also Imbusschrauben, fixieren. Und das war's dann schon. Ja, sieht sehr cool aus, sieht sehr stabil aus. Ich werde gleich mal bei den verarbeiteten Materialien beginnen. Hier hinten das Schaftende besteht aus Gummi, ist ziemlich weich. Ja, diese zusätzliche, so ein Bipod, so eine Stütze, besteht aus Metall. Dieses Ende unten ist auch aus Metall, glaube ich. Ja, eigentlich der gesamte Body, den man hier sieht, besteht aus Kunststoff. Wangenauflage ist aus Kunststoff. Und alle Schrauben und auch Befestigungen für den Sling bestehen aus Metall. Der Abzug besteht aus Metall,
Und wie gesagt, die ganze Laufeinheit Metall. Ja, eigentlich sehr stabil gebaut alles. Sonst gibt es von den verarbeiteten Materialien eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Ja, Metall und sehr robustes Kunststoff. Dann mache ich mit den Funktionen weiter. Ich werde am Schaft beginnen. Diese Wangenauflage kann man in der Höhe verstellen. Hier kann man sie sogar abnehmen. Und durch diese zwei Schrauben wird sie dann fixiert und bleibt dann in dieser Position. Das sind einfach Schrauben, die sich dagegen schrauben. Ja, Schaftende lässt sich, glaube ich, nicht ausziehen. Dieses Byboard hier kann man ausfahren. Wie gesagt, diese Airsoft ist ganz neu. Ja, den Schaft kann man umlegen, indem man diesen Knopf hier drückt. Dann kann man diesen Schaft ganz einfach umlegen und der rastet dann an dieser Öse ein. Somit ist dieses Gewehr sehr klein und zum Verstauen ziemlich gut. Öffnen muss man einfach kräftig anziehen und das war's. Ja, sieht sehr robust aus. Magazinöffnung hat man hier unten und da sieht man auch, dass der Zylinder wirklich sehr lang ist, also ein ordentliches Stück. Ja, Magazin kann man hier einsetzen. Im Magazin ist noch beschrieben, wo die Vorderseite ist. Ja, dann rastet das schön ein. Und um das Magazin herauszugeben, hat man diesen Knopf hier. Den muss man drücken, dann springt das Magazin, wie man gesehen hat, sehr raus. Ja. Was gibt es sonst noch? Hier vorne hat man noch ein Loch. Da gibt es für das Zweibein ein Stück, das sieht man im Review, da habe ich das im Unboxing von dieser Airsoft. Sieht man das? Das ist so eine dreiteilige RS-Schiene, damit man das Zweibein dann montieren kann. Dazu dient dieser Knopf, dass man das rein- und rausgeben kann. Ja, hier hat man Befestigungen für einen Tragegurt, links und rechts. Das Hop-Up stellt man da unten ein. Da hat man, das sieht man jetzt sehr, sehr schlecht, da muss man mit dem kleinen Schraubendreher, mit dem Imbusschlüssel rein. Da gibt es dann eine kleine Schraube und an dieser kann man das Hop-Up einstellen. Ja, Lauf kann man. Da kann man das Stück herausdrehen. Da kann man sich einen Adapter kaufen, wo man Schalldämpfer dran befestigen kann. Und zum Repetieren gibt es Repetieren. Ganz einfach, so wie bei vielen Snipergewehren. Geht das, ja. Es geht zwar etwas streng, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Hier hat man noch die Sicherung, so wie sie jetzt ist sie entsichert, so ist sie gesichert. Wenn man den roten Punkt sieht, kann man abdrücken. Ja, sehr cool.
Den Abzug muss man wirklich stark durchdrücken. Ja, macht einen sehr netten Eindruck. Wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendetwas wissen wollt, könnt ihr uns natürlich fragen. Es gibt da eigentlich nicht sehr viel dazu zu sagen, zu solch einer Spring Airsoft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit unserem super tollen Airsoft-Tisch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, Daumen runter. Klickt auf unserer Facebook-Seite vorbei und bis zum nächsten Mal.